Waldbröger mit einem Tor und einer Vorlage hat uns leider heute den Gar ausgemacht. Die 09er hatten wenig Möglichkeiten, aber die da waren, die waren dann doch groß und irgendwie will die Kugel nicht rein. Steve Tunga-Malander, Schuss wurde auf der Linie noch geklärt. Lukas Reda hat ein, zwei Mal gut gehalten auf Seiten von RWE. Und ja, vielleicht nicht verdient, aber es steht nun mal das 0:2 am Ende auf der Anzeigetafel. Das müssen wir jetzt leider so akzeptieren. Natürlich, nächste Woche Sonntag können wir es wieder besser machen. Spielen wir wieder auswärts bei der Überraschungsmannschaft der Liga, dem SV Lippstadt. Bis dahin eine schöne Restwoche für euch. Hier noch die Highlights und die Stimmen zum heutigen Spiel. Knapp 2.500 Zuschauer machten sich bei herrlichem Wetter auf dem Weg in die Lohrheide, sahen diesen Schuss von Timo Brauer in der dritten Minute, welcher kein Problem für Enin Sanchakta im Tor der 09er waren. Dann in der 12. Minute dieser Freistoß von Kevin Grund, Jeffrey Obst zunächst mit dem Kopf, dann Timo Becker und Robin Urban, der Innenverteidiger, versucht's mal mit der Volleyabnahme. Die Essener kamen etwas besser ins Spiel, aber wirklich gefährlich war es auf beiden Seiten leider nicht. Hier mal Emre Jeseljova aus spitzem Winkel. Keine Gefahr für Lukas Reda im Essener Tor. Dann die 22. Minute, Eckstoß von Berkan Cabulut, Kopfball, Adi Schneider und Lukas Reda mit dem Reflex. Weiß gar nicht, wie er den gehalten hat. Glück hier in dieser Szene. 3 Minuten später wieder Emre Jeseljova über die linke Seite. Versucht er Lukas Reda zu überraschen. Aber der hatte aufgepasst und machte die kurze Ecke zu. Der folgende Eckball. Malko Boos mit dem verunglückten Abschluss. Noah Koschowski hält den Ball aber nochmal im Spiel. Nico Buckmeier setzt sich da klasse gegen Cepanik und Heber durch. Und dann flutscht Lukas Reda der Ball durch die Hände. Glück für den RWE-Keeper, dass der Ball nicht ins Tor ging, sondern ans Außennetz. Der letzte Eckball vor der Pause. Adi Schneider nochmal per Kopf. Aber insgesamt ein von Taktik geprägtes Duell zwischen der SG 09 und Rot-Weiß Essen in der ersten Halbzeit. Folgerichtig 0:0 und die Zuschauer natürlich nicht besonders begeistert. Dann die 52. Minute. Adi Schneider mit dem Ball auf Nico Buckmeier. Der kann den Ball nicht festmachen. Timo Becker schickt Kai Pröger in den Lauf und der Essener feilschnelle Außenstürmer lässt sich diese Chance nicht entgehen und praktisch mit der ersten richtig gefährlichen Szene bringt Kai Pröger die Gäste mit 0:1 in Führung. Keine Abwehrmöglichkeit für Edin Sanchakta. RWE versuchte direkt nachzulegen, aber auch das war wie schon in der ersten Halbzeit alles doch recht torungefährlich. Die 09er mussten natürlich riskieren, brachten Cello Diallo, brachten Tiger Lobinger, später auch noch Sebastian van Santen. Hier die Riesenkopfballchance von Noah Koschowski. Etwas überrascht vielleicht. Und dann die größte Chance in der 70. Minute. Nico Buckmeier schickt Cello Diallo, Lukas Reda ist dazwischen. Nochmal Cello Diallo, dann die Flanke von Berkan Cambulut. Tiger Lobinger klasse zurückgelegt auf Steve Tunga-Malander und er trifft, aber der steht Kevin Grund auf der Linie und klärt die Kugel. Glück für RWE, die dann natürlich Konterchancen hatten. Bichler hier scheitert an Edin Sanchakta und dann kann Noah Koschowski vor Timo Becker klären. Den 09ern lief die Zeit davon. Gegen die massive Abwehr vom RWE war nicht viel auszurichten. Hier dieser Fernschuss von Malko Boos. Leider nicht gefährlich genug für den Kasten von Lukas Reda. Und dann Kai Pröger, der bereits, wie gesagt, das 1:0 erzielte. Mit Riesenplatz setzt sich da durch. Hat den Blick, hat den Kopf oben für Lukas Cepanik. Und das war die Entscheidung. Das 0:2 in der 87. Minute. In einem typischen 0:0 Spiel entscheidet letztlich Kai Pröger dieses Spiel. Am Ende 0:2 gewinnt Rot-Weiß Essen das Spiel in der Lohrheide. Ja, verlängert den Ball, er tickt nochmal vorher auf. Ich weiß nicht, ob der vorher noch mit der Fußspitze ganz leicht touchiert hat, aber trotzdem, wenn man da, weiß nicht, 5 Meter vom Tor aufs Tor köpft, dann sollte er schon aufs Tor kommen. Ist dann auch, ja, einfach vielleicht eine Phase, wo es einfach nicht läuft, wo man dann einfach auch, wie man so gut sagt, Scheiße am Schuh hat. Aber ja, das hätte das 1:1 sein können. Ist natürlich dann extrem ärgerlich, dass man da nicht dann das Tor macht. Mit Kai Pröger hatten wir dann unsere Schwierigkeiten, hat dann letztlich den Unterschied ausgemacht. Natürlich gut, das 2:0, der Konter, da waren wir offen natürlich. Aber das 1:0 da im Laufduell gegen Matze Tietz, da ist natürlich falsch schnell. Ne? Ja gut, dass er schnell ist, wussten wir vorher.
rücken halt dann weit auf, versuchen vorne den Gegner unter Druck zu setzen. Lange Ball an das Laufduell, dann ja, ist natürlich schwer, so einen Spieler auch zu verteidigen mit so viel Tempo. Macht, stellt noch seinen Körper gut rein und hat natürlich dann einen guten Abschluss. Ja, das weiß ich nicht. Es läuft halt momentan ein bisschen auch gegen uns, habe ich das Gefühl, dass die Gegner halt dreimal aufs Tor schießen, zwei Tore machen. Wir haben wieder 4, 5 gute Chancen, machen das Tor nicht oder retten halt wieder auf die Linie. Das ist wie, ja, momentan ein bisschen verhext. Danke trotzdem für die Zeit. Nächste Woche Sonntag geht's weiter beim SV Lippstadt. Mach's gut, dir trotzdem einen schönen Sonntag. Bis dann.